Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Minecraft Let's Play Folge. Und ja Leute, was soll ich sagen? Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar waren wir hierbei, die Terraforming zu betreiben, kann man schon fast sagen. Und zwar für das kleine Tierchen hier. Ja. Genau, wir wollen hier so eine kleine Tierfarm, Zuchtstation, Messbetrieb, wie auch immer ihr das sehen möchtet oder was für eine Erzeugung ihr habt. Und ja, wir machen jetzt einfach hier mal weiter und guck mal, wie weit wir denn heute kommen. Der Plan ist auf jeden Fall schon mal mit dem Zaun anzufangen, also das Gebiet erstmal einzuzäunen, dass das mal abgeschirmt ist. Ich meine, jetzt sieht das gerade sehr, sehr freizügig aus und ja. Aber erstmal brauchen wir ein bisschen Erde und dann müssen wir uns überlegen, okay, wie machen wir hier eine schöne Begrenzung hin, was auch zur Umgebung passt, ne? Weil die Umgebung ist natürlich hier auch sehr schön, kann man auch schon eigentlich sagen. Also mir gefällt die Gegend hier eigentlich und soll auch nicht hässlich sein, ne? Um es mal so zu sagen. Aber gut, mal schauen, ne? Gut. Ja, ich hatte ja letzte Folge schon die Idee gehabt, dass wir so eine Art, zwar natürlich eine Art Zaun kreieren, aber jetzt nicht irgendwie so einen x-beliebigen Zaun, sondern wir machen einen Zaun, der in die Umgebung passt. Also so mit Blättern und Holz und sowas. Und ja, ich probiere es gleich nochmal was aus, wenn ich das hier mal kurz abgeholzt habe. Denn das ist hier unser Baumaterial generell. Und das sollten wir immer mitnehmen, wenn wir die Möglichkeit haben. So. Alright. Dann muss ich mir gleich noch eine Schere holen. Nein, hoffen, dass ich eine Schere habe, aber ich meine schon. Ich bin jetzt die Frage, hätten wir auch irgendwann mal eine Schere generiert. Das schauen wir jetzt mal, ob ich die wiederfinde. Hier ist keine Schere. Hier ist eine Schere. Okay. Dennoch wird mein Essen langsam knapp. Ich brauche mal ein bisschen was zu futtern. Au. Mein Essen sticht mich schon wieder. So, wow! Scheiß Essen. Gut. Ja, Setzlinge sollten wir auch mitnehmen. Egal, ich komme. Okay, es fängt jetzt an, Nacht zu werden. Das bedeutet, ich sollte mal schlafen gehen. Bevor wir jetzt hier weitermachen. Sonst werden wir hier nur gestört. Ich kann nur nachts und werde ins Gewitter schlafen. Es ist doch praktisch nachts. Ach, oder auch nichts. Okay. Dann müssen wir aber noch ein bisschen warten. Das bedeutet, wir können einen kurzen Abstecher Richtung unseres provisorischen Gartens machen und gucken, ob da schon was Neues gewachsen ist. Und hier ist ziemlich viel gewachsen sogar. Das bedeutet, wir gehen hier mal ein bisschen ernten. Du bist fertig, du bist fertig, du bist fertig. Du bist fertig und du bist, glaube ich, nicht fertig. Und du warst auch nicht fertig, okay. Sehr schön. Kürbisse können wir auch mal hier mitnehmen. Kürbis haben wir mittlerweile genug. Aber wir können ja irgendwann mal so Schneemänner bauen. Das ist ja auch ganz cool. Mal so Schneemänner. Neue Haustiere so gesehen. Aber jetzt würde ich sagen, ist Nacht. Und wenn Nacht ist, dürfen wir auch schlafen. So die Hoffnung. So, jetzt haben wir hier nochmal kurz schön Setzlinge ein, damit die nicht verloren gehen. Und danach gehen wir kurz in die Heuer. Okay. Ich bin echt müde, Leute, mehr kann ich sagen. Und ich bin wieder hellwach. Jetzt geht's los. Gut, was habe ich mir jetzt gedacht in Form vom Zaun? Hierzu kann man, oder muss man sagen, dass ich es so gedacht habe, dass wir mit der Schere jetzt hier, ne, suchen wir uns hier mal kurz, genau hier, die Blätter sind hier ein bisschen überflüssig, dass wir jetzt hier diese Blätter zum Beispiel abholzen, ne? Dass wir den als Block haben. Und wenn wir den jetzt hier als Block haben, können wir das jetzt nehmen. So. Und wollen wir jetzt auch nicht verstümmeln. Das sieht relativ naturgemäß aus. Ja, da oben können wir gleich noch mehr nehmen. Deswegen habe ich jetzt auch die Setzlinge hier hingesetzt. Und zwar wäre der Plan ein Enderman. Wo ist hier ein Enderman? Ich habe ein. Das ist mein krasses Block. Dieb. Egal. Genau. Der Plan wäre,
dass wir hier hingehen und sagen, okay, ich muss kurz gucken. Das können wir auch nochmal mit Erde aufstocken. Dass wir so gesehen hier das als Außengrenze hinsetzen. Na, jetzt hier nur so als kleines Beispiel. So, und wir dann so gesehen, also ich mache das jetzt nur mal provisorisch, ne? Jetzt nehmen wir hier diese Laubhaufen und machen das jetzt so erstmal zwei hoch. Später wird das auch noch mehr. Vielleicht machen wir auch drei hoch oder irgendwas kommt noch hier oben drauf, ne? Sei es irgendwie so eine Art Stein, so ein Halfstone, ne? So ein halber Stein oben drauf. Und das Ganze auch gut aussieht. So, ne? Endeffekt wird das Ganze so aussehen, ne? So wird die Begrenzung aussehen. Und von außen, wir können das ja auch mal gucken, wie das von außen aussehen würde. Ich meine, wir sind ja in diesem Wald, ne? Und ich finde generell passt das schon gut da rein, ne? Ob wir das wirklich einfach so oben draufsetzen oder ich sage, dass ich das hier auch noch ein bisschen verändere oder so, das weiß ich noch nicht. Aber im Endeffekt, ne, wenn man so überlegt, okay, man ist hier so im Wald und ne, passt das schon, ne? Es ist erhöht, man sieht das schon, man soll es auch sehen, ne? Aber generell hier so sollte das eigentlich sein. Ja, genau. Das finde ich immer auch cool, dass wir hier so einen Tunnel haben, ne? Von erst als vorletzter Folge entdeckt oder so, ne? Genau. Aber im Endeffekt, so denke ich mir, stelle ich mir das vor mit der Begrenzung. Ist zwar noch nicht fertig, aber das sieht halt naturgemäß aus. Ob die Ecken wiederum, ne? Also hier, wenn hier so eine Ecke ist, ob ich das auch so lasse, ne, so Motto, oder ob ich hier so eine Art Stein, ne, so fehlermäßig noch hier zwischensetze immer, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Das muss ich noch schauen. Aber das wird dann auch relativ spontan entschieden, würde ich sagen. So, genau. Dann würde ich sagen, dadurch, dass wir eben so viele Bäume abgefällt haben, oder was heißt eben, letzte Folge halt, sind wir halt hier auch gut in der Lage, diese Begrenzung jetzt hier hinzusetzen. Also wir haben ja einfach viel Holz von denen. Das passt dann halt. So. Ist halt nur die Frage, wie zack wir das hier noch machen. So, ob wir das so machen. Na, ob wir sagen, okay, machen das immer so oder ob wir auch mal so um die Ecke gehen, das weiß ich noch nicht. Das ist halt so eine Sache, muss ich mir persönlich noch klären. Ja, ich mache erstmal, ne, also die Begrenzung hier. Weil die Begrenzung wird später auch durch das komplette Gebiet gezogen werden. Ne? Also das wird der Sinn und Zweck der ganzen Sache hier sein. Aber hätte ich mir auch früher überlegen können, Leute, das gebe ich jetzt einfach mal zu, weil wir haben jetzt ganz, ganz viele Bäume abgeholzt, ohne die Blätter mitzunehmen. Und ja, ziemlich blöd, kann man schon fast sagen. So. Okay, jetzt holzen wir mal ab. Baumstämme. Soweit, so gut. Aber Leute, wie gesagt, ihr könnt es auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, ja, der Plan klingt gut oder ja, der Plan klingt, ja, ist es ein Plan, so ein Motto, ne? Dann, ja, wie gesagt, könnt ihr es gerne mal mitteilen. Aber ich glaube, das dürfte generell passen. So, genau, jetzt setzen wir mal die Begrenzung bis hier hin. Gut. Okay, dann geht es ja hier weiter. Ich meine, ich werde auch noch Tore reinbauen, ne, dass man hier auch natürlich rausgehen kann und reingehen kann, aber wo die Stellen sind, wo raus und reingehen kann, das weiß ich auch noch nicht. Ne? Das muss man halt alles schauen. Das passt auch. So. Hier noch. So, jetzt haben wir hier noch ein Stack von diesen Blättern.
meine, das ist halt auch ein guter Schutz vor Monstern oder sowas. Ich meine, hier drin wird er gut ausgeleuchtet sein, ne? Das werde ich früher oder später für sorgen. Aber außerhalb werde ich natürlich keine, ja, wie soll man sagen, keine großartige Beleuchtung hinbauen. Dadurch können halt die Monster spawnen. Um mich halt davor zu schützen, mache ich dann halt eine Mauer. So, den Erdklumpen nehmen wir mal mit. Danke. So, jetzt muss ich. Ja, jetzt habe ich mich, glaube ich, selbst ausgesperrt. Kann das sein? Ja, ja. So, Alter. Okay, ja. So sieht bisher der Plan aus. Genau, dann würden wir sagen, dass das hier mit ins Gebiet genommen wird. Soweit, so gut. Ja, es nimmt Gestalt an, Leute. Also jetzt grenze ich ja gerade unser Baugebiet ein, unser Zuhause so gesehen. Und dann kann man auch ein bisschen mehr Vorstellungen machen, wie das später mal aussehen soll. So. Okay, sehr schön. So. Naja, ich kann mir gut vorstellen, dass hinten oder hier irgendwo an der Seite ein kleines Häuschen hinkommt, so als Stall mäßig, ne? Und dann wird das hier so die Tierszone, ne? Ja, vielleicht mache ich auch noch so einen kleinen Fluss hin, ne, der dann hier irgendwie wie runterfließt oder auf dieser Stelle runterfließt, ich weiß nicht. Auch wenn auf dieser Seite ja irgendwie so eine Art Fluss ist, dann kann man irgendwie so dahin bauen den Fluss. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, generell würde ich sagen, passt das Ganze. So, ich brauche aber mehr Blätter, Leute. Das bedeutet, ich muss hier schon ein paar Bäume mehr haben, die ich wieder wegfällen kann. Denn dafür brauche ich leider sehr, sehr viele Bäume. Okay. Dann haben wir das Ganze hier schon mal soweit. Dann brauchen wir aber auch viel Cobblestone. Ne, Cobblestone, eigentlich brauchen wir ja Cleanstone, ne? Aber wir brauchen einen Cobble-Generator. Und dafür, wir haben doch da unten irgendwo so ein, ich glaube da, ist ein Lavasee. Ne, Lavasee bedeutet Lava. Lava bedeutet Cobblestone-Generator. Und den brauchen wir jetzt mal kurz. Aua. So, wir hatten auch hier irgendwo mal einen Eimer da. Wusste ich's doch. Gut, dann machen wir kurz noch auf die Suche nach Lava. Lava. Ich labere zu viel. So, wollen wir da mal schauen. So, ja, es wird jetzt auch langsam wieder Nacht hier. Also ich habe das Gefühl, so eine Folge. Ungewöhnlich, also ist hier irgendwie. Ah, ich glaube, hier ist irgendwie so eine Art Blitz eingeschlagen, deswegen ist das hier so abgebrannt. Weil hier ist ja gerade keine Lava. So, klar, wenn ich Cobblestone bräuchte, könnte ich auch das hier alles abbauen, aber ich möchte ja generell die Außenwelt jetzt nicht zerstören, wenn ihr wisst, was ich meine. Okay. Okay, hier ist auf jeden Fall mal Lava zu haben. So. Sehr schön. Gut, hier sind Tiere. Wie kann man dich eigentlich anlocken? Wüsste ich jetzt gar nicht, dass ich jetzt mal Weizen ist es nicht, ne? Ne. Scheint es nicht interessiert zu sein, ne? Müsste ich mal tatsächlich mal googeln. Aber ich glaube, mit den Tieren kann man sowieso nicht so viel machen. Aber hier sind Schafe. Ja, ich weiß, dass ihr jetzt hier egal aufs Weizen seid. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Kuh oder sowas, die ihr jetzt einfach mal direkt mitnehmen könnte. Aber sieht nicht so aus, als hätte ich so viel Glück. Kuh? Ja. Gut, die blaue Sonne blendet jetzt auf dieser Seite ja auch jetzt dezent stark. Aber sie ist jetzt keine Kuh. Naja, irgendwann haben wir eine zweite Kuh und dann ist alles gut. Oh, das war tief. Gut, jetzt muss ich mich aber beeilen. Das wird jetzt langsam wieder Nacht hier. Das missfällt mir. Ein bisschen. So, ich bin jetzt voll gefressen. Aber unser Zuhause sieht man, das leuchtet schön. Und jetzt lauf, 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 lauf.
Vorwärts, lauf! Okay. Okay, fuck, da sind schon die Zombies. Okay, ich bin. Hab die Zeit unterschätzt, würde ich sagen. Da ist eine Spinne. So, jetzt. Speedrun! Okay, wir schaffen es nach Hause, wir schaffen es nach Hause, wir schaffen es nach Hause. Und jetzt wartet zu Hause. Ah, ich wollte schon sagen, Creeper. Kein Creeper, wir wollen kein Creeper. Creeper sind nicht willkommen. Wir bräuchten eigentlich eine Katze zu Hause, weißt du? Dann oder mehrere Katzen, würden die Creepers sich nicht blicken lassen. Aber dafür bräuchten wir ein Dschungelbiom. Oder wir müssen uns irgendwann mal Zombie-Villager uns besorgen, die zu Villagern machen und die müssen sich wohlfühlen und dann spawnen auch manchmal Katzen. Ne? Und dann sind wir gesaved. Und Hunde möchte ich gerne auch mal später haben. So ist es nicht. So. Aber gut, Leute. Oh, da ist schon wieder ein Baum gewachsen. Geht schnell. So. Wenn wir den jetzt auch nochmal. Und hier Sitzling. Gut, Leute. Mit einem Blick auf die Uhr ist es schon wieder soweit. Die Folge ist vorbei. Hat sich das gereimt? Ich glaube nicht. Egal. Ja. Na, im Endeffekt, es nimmt jetzt Gestalt an. Ich meine, wir haben jetzt hier Terraforming betrieben. Das sieht eigentlich ganz vielversprechend aus. Ich meine, es wird noch viel Arbeit sein, das Gebiet zu begradigen und alles einzuzäunen und Cobblestone genug zu haben und aus Cleanstone zu machen, daraus wiederum einen anderen Stein zu machen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber Leute, ich meine, wir sind jetzt auch nicht im Stress. Ich meine, die Welt muss ja nicht in 2 Folgen fertig sein. Ne? Deswegen können wir das eigentlich auch relativ gelassen sehen. Und können wir mal gespannt sein, ne? Du bist auch gespannt. Ja, das bist du. Ja. Ey, schau mich an. Schau mich an. Schau mich an. Ah, ich weiß, wie du mich anschaust. So, schau mich an. Ja. Aber gut, Leute. Wenn euch diese Folge gefallen hat und nicht so allzu verrückt war, dann würde ich sagen, lasst auch mal einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Bombard. Ciao.